Fremdgehen ist, glaube ich, eine der schlimmsten Sachen, die einem passieren kann. Wenn man dran denkt, wird einem schon schlecht. Hast du es gesehen, im Flagranti erwischt. Diese Bilder hast du für immer im Kopf. Was kann ich jetzt tun? Wie reagiere ich richtig? Und vor allen Dingen, auch wenn ich noch gar nicht genau weiß, was aus der Beziehung werden soll. Möchte ich sie retten? Muss ich da raus? Willkommen in einem Video, in dem ich darüber spreche. 4 Punkte, wie du reagieren musst und welche Varianten es gibt eigentlich, wenn jemand fremdgegangen ist oder wahrscheinlich fremdgegangen ist. Das allererste ist, dein Gehirn ist jetzt im Panikmodus. Du musst wissen, dass du hier und jetzt nicht ganz du selbst bist, weil das ist ein Schock, das ist eine Urangst, dass jemand fremd geht. Ist es die Frau, da hat natürlich Angst, wie seit eh und je, dass da eventuell was passiert, die weg ist oder im schlimmsten Fall sie schwanger wird. Das ist eine Urangst im Menschen. Ist es der Mann, ist natürlich die Frage, liebt er mich noch? Ist er woanders oder hat er es plötzlich woanders sogar noch Kinder und sonstige Sachen? Das sind Urängste, die im Menschen angesprochen werden. Du musst wissen, also du bist hier und jetzt gerade nicht in deiner Mitte. Du bist nicht so, wie du normalerweise bist. Du bist gerade nicht cool, du bist nicht kühl. Du denkst gerade nicht so klar oder du bist vielleicht so voller kalter Wut. Auch dort, Achtung, denkst du nicht so klar. Das heißt, als erstes muss ich, bevor ich mit dir in die Varianten gehe, was hier passiert sein kann, einmal ganz kurz helfen, dass du ein bisschen runterkommst, weil du willst hier in diesem Moment etwas Smartes machen. Du willst dafür sorgen, dass für dich das passiert, was jetzt eigentlich richtig ist. Und das ist nicht immer gleich klar am Anfang. Ich habe Leute gehabt, Achtung, damit du Bescheid weißt, die haben gedacht, er ist fremdgegangen, sie ist fremdgegangen, er ist rausgekommen später, dass es nicht der Fall war, die Beziehung war kaputt. Ich habe Leute gehabt, der Partner ist fremdgegangen, sie hat Schluss gemacht, später wollte sie ihn zurück, weil sie verzeihen, aber er wollte nicht mehr. Es gibt so viele Sachen, die du noch jetzt gar nicht ahnen kannst, die ganz anders hinten später um die Ecke gehen und dafür brauche ich dich klar und wach. Hier und jetzt einfach ganz kurz mit mir. 3-mal tief einatmen. Halten. Halten. Ein. Halten. Halten. Und noch einmal rein. Halten. Halten. Das sogenannte Box Breathing, wo wir halten zwischen den Ein- und Ausatemzügen und wiederum halten und ein bisschen runterzubringen. Zweitens, habe etwas zu schreiben. Etwas zu schreiben ist ganz wichtig und wo wir schon beim Schreiben sind. Das Ganze gibt es natürlich nochmal viel ausführlicher in einem Videokurs. Aber hier schon mal die wichtigsten Sachen für dich, damit du hier überleben kannst und so ein bisschen weißt, was ich dir im Coaching empfehlen würde, was jetzt zu tun ist, je nachdem welcher Fall ist. Hab was zu schreiben. Warum schreiben? Es schaltet dein Neokortex an. Wir brauchen jetzt, dass dich, obwohl du Angst hast und Panik hast und eigentlich dich verarscht fühlst, dass wir immer noch den Kopf ein bisschen anschalten. Und beim Schreiben passiert das. Also, fangen wir vorneweg an. Die schlimmste Variante ist natürlich, dass du die Person im Flagranti erwischt hast. Diese Bilder kriegst du nie wieder aus dem Kopf heraus. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass du ganz kurz aufschreibst, dass das passiert ist, wann das war. Ich will deinen Kopf anschalten, deswegen möchte ich, dass du gerade schreibst. Notfalls tippst du gerade irgendwas mit. Das ist ganz wichtig, Kopf anzuschalten. Und jetzt, für mich heißt das noch lange nicht, dass die Beziehung wirklich vorbei ist. Häufig habe ich erlebt, dass Beziehungen weitergehen und ich möchte deswegen ganz kurz in Erwägung ziehen. Vielleicht ist die Beziehung für immer kaputt, aber vielleicht ist das genau der Knackpunkt, durch den ihr beide durch musstet, dass es diesen Knall gibt, dass du jetzt aufwachst, Dinge anders machst und deswegen in Richtung Beziehung Next Level kommen kannst. Auch wenn Flagranti im Grunde genommen unverzeihlich ist, ist ganz klar. Trotzdem kenne ich Menschen, die sagen eigentlich, mein Gott und so weiter, ein halbes Jahr später habe ich dann als Ex-Rückkunden und dann sagen sie, wie kriege ich ihn zurück? Ich habe so, wichtig, aufschreiben, wann ist es passiert und jetzt auch ganz wichtig, ich will immer auch dazulernen. Ich weiß, dazulernen ist jetzt total komisch, aber ich will dazulernen. Und was ist es? Ich möchte so ein bisschen wissen, wo habe ich es nicht ganz kommen sehen? Wo war ich zu gutgläubig? Du willst beim nächsten Mal, dass dir sowas nicht nochmal passiert. Außerdem ist für mich ganz wichtig, dass du ganz klar die Konfrontation planst. Das heißt, du willst vorbereitet in ein Gespräch gehen, wo ihr darüber sprecht. Wenn dir das gerade passiert ist, dann geht es darum, erstmal runterzukommen und wie gesagt auch so ein bisschen zu planen, die Konfrontation, was du da besprechen möchtest. Mehr Details, keinen Kurs, aber hier und jetzt, du kannst ja schon mal ein paar Gedanken selbst machen, was du an der Stelle eben besprechen möchtest, wo Grenzen sind und auch wer dein Sponsor ist. Das heißt, welcher Mensch, du kannst uns Coaches nehmen natürlich, klar, das ist unsere Tagesarbeit, über solche Sachen zu sprechen. Du kannst auch jemanden nehmen, von dem du einfach weißt, dass er eine sehr coole Persönlichkeit hat. Freund, Bekannte, Familie etc., irgendjemand, der beste Freund, wie auch immer es ist, der dir hilft, darüber zu sprechen, um zu verdauen, sodass du nicht komplett nur total hitzig ins Gespräch gehst, weil das bringt am allerwenigsten. Je cooler du ins Gespräch gehst, desto besser. Je klarer du weißt, was du willst und nicht willst, desto besser. Und wenn es das ist, dass du jetzt hier die Leine ziehst und Schluss machst, du willst es vorbereitet haben, es funktioniert deutlich besser. Zweite Variante, du hast es irgendwo gelesen, du hast es gehört, du hast den Chat vielleicht gesehen, da steht drin,
drin, oh, es war so schön und so weiter. Reihenweise haben wir solche Fälle gehabt, reihenweise solche Fälle. Ich kann mich an so viele Momente erinnern, wo ich jemand weinend am Telefon hatte und die Person hat gesagt, Emanuel, ich hab das einfach gelesen. Ich habe es gelesen. Sie hat ihm die und die Komplimente gemacht. Das heißt, die hatten hundertprozentig Sex. Und dann habe ich auch teilweise in manchen Fällen gehabt, wo, und jetzt ist er ganz weg. Und ich würde wenigstens gerne mit ihm sprechen, aber ich kann ihn nicht mehr erreichen, weil er jetzt auf der Flucht ist vor mir. Auch hier gilt dasselbe. Die drei Atemübungen waren auch eben, die drei Atmer waren eben auch für dich. Auch du willst aufschreiben, auch du willst für dich klarziehen. Und auch du musst ganz klar reingehen in ein Gespräch. Du hast folgende Herausforderung. Es hat schon häufig überhaupt nicht funktioniert, dass die Person reingeht und sagt, du, was hast du denn hier geschrieben? Achtung, ich hoffe, du hast Screenshots, du hast es dir gemerkt, du hast das, weil das wird so häufig von den Leuten weggelogen. Das heißt, mach dich darauf gefasst, dass dein Partner es weglügen will. Ich kenne die Person nicht, die spinnt total. Das ist Schwachsinn, das mache ich am Handy. Du glaubst es nicht, wie Leute lügen. Du denkst es, du hast es schwarz auf weiß und sie rutschen dir weg. Ganz crazy. Deswegen, hoffentlich hast du Screenshots und dann, auch du willst dieses Gespräch vorbereiten. Du willst reingehen und sagen, du, pass mal auf. Was ist denn das? Wie lange geht das schon? Du willst die Fakten wissen, weil du willst dazulernen. Lernen ist jetzt zwar total hart und krass, aber du willst dazulernen. Und Achtung, auch lernen, den Partner nicht aus dem Schwitzkasten zu lassen. Zweite Falle, auf die du achten musst, neben der, da war doch gar nichts. Die zweite Falle ist, hast du mein Handy gestalkt? Was fällt dir ein, mir nachzuspionieren? Hast du kein Leben? Diese Sachen kommen. Ganz häufig musst du abwenden, indem du einfach direkt die zur Seite schiebst und sagst, darum geht es nicht, mein Freund. Darum geht es nicht, meine Beste, was auch immer du sagen möchtest. Darum geht es nicht, du Arschloch. Was auch immer du sagen willst, darum geht es nicht. Du hast das gemacht, wir sind ein Paar. Und dann gehen die klassischen Elemente los, wie würde es dir gehen, wenn ich das gemacht hätte? Wann hättest du Schluss gemacht, etc.? Du willst das Gespräch vorbereitet haben. Wie gesagt, auch du brauchst einen Sponsor, mit dem du das irgendwie vorbereitest, das Gespräch, und dir vorher Gedanken machst, was das bedeutet. Ich weiß, das ist jetzt total schlimm, weil natürlich wolltest du das nicht. Natürlich würdest du gerne, dass die Beziehung weiterläuft. Das weiß ich. Du schaust dieses Video an, auch wahrscheinlich ganz hinten. Haben wir vielleicht noch eine Chance? Beziehung retten ist der Kurs, in dem dieses Element drin ist. Ne? Weil wir ganz häufig noch an der Stelle vielleicht was retten können. Und auch du willst wissen, wann hast du es verpennt und so weiter und so fort. Die dritte Variante. Es gibt keinen klaren Indikator dafür, dass hier was passiert ist. Aber irgendwie hast du es gehört. Und jetzt wird es fies, weil ich habe alles schon erlebt. Ich habe sie gehabt, die gesagt hat, Emanuel, er denkt, ich bin fremdgegangen. Ich bin es nicht. Aber er glaubt es mir nicht. Er kann es mir nicht glauben. So, weil was hätte passieren können, aber es ist nichts passiert. Warum soll sie mich ihren Coach anlügen? Ich weiß aber, er wird das nie verstehen und nie glauben. Kleiner wichtiger Einschub, eine Falle, in die auch manche Leute laufen. Sie haben eine überhöhte Eifersucht. Wenn das dein großes Thema ist, dann erst recht vielleicht mit dem Coach checken. Und Achtung, du wirst nicht deine Beziehung ruinieren, weil die Eifersucht wie ein kleines Monster in dir einredet, dass der Partner fremdgegangen ist. Und Achtung, du willst auch nicht denken, ach, ich bin nur eifersüchtig und in Wirklichkeit wirst du betrogen. Du möchtest dann hier Klärung, dann brauchen wir wirklich ein sehr, sehr gutes Konfrontationsgespräch und wir brauchen den Reality-Check, den Außencheck mit Leuten, die dich gut kennen, um auch so ein bisschen herauszufinden, wovon kann ich ausgehen? Bin ich hier im blinden Tunnel der Eifersucht oder ist hier wirklich was passiert und ich war leider nicht wach genug, es mitzubekommen? Das heißt, die dritte Variante ist die, wo die Fragezeichen über dem Kopf sind und man davon ausgeht, es ist was passiert, wahrscheinlich, ich habe es gehört, etc., aber niemand weiß es wirklich, dann ist es ganz wichtig, noch wichtiger als bei den anderen Fällen, vorbereitet reinzugehen, weil du willst eine Beziehung nicht köpfen, wenn nichts passiert ist. Du willst aber auch die Beziehung eventuell köpfen oder auf jeden Fall hart verändern, falls irgendetwas passiert ist oder was im Zwischenreich passiert ist. Du willst diese Fragen haben wie, okay, aber was ist denn passiert? Wie lange schreibt ihr schon? Ihr schreibt euch erotisch, wieso schreibt ihr euch erotisch? Etc. Diese ganzen Sachen wirst du klären. Wie gesagt, das ist ein super touchy Thema. Das Wichtigste ist für dich jetzt, den Kopf anzuschalten und diese Varianten vorzubereiten und zu wissen, in ein paar Wochen hast du das alles schon ein bisschen verdaut. Und dann wäre für dich spannend, natürlich, wenn du die Beziehung retten willst, die Beziehung hinzukriegen. Dafür muss es gut vorbereitete Gespräche geben. Gerne mit dem Coach, gerne vielleicht doch mit dem Beziehung retten Kurs en Detail. Aber hier und jetzt hast du schon alleine durch die Übung, die wir jetzt gemacht haben und durch das Schreiben einen ganz anderen Standpunkt und hast die Chance zu bestimmen, wo diese Beziehung eher hingeht. Viel Glück!